Ich glaube, Kunstmessen haben heute an sich keinen leichten Stand. Einerseits sind sie unverzichtbar, weil das Hauptgeschäft des Kunsthandels sich mehr und mehr auf das Messegeschäft verlagert hat. Andererseits gibt es eine Fülle an Messen und man versucht immer wieder, sich durch eine neue Messe, durch die Gründung einer neuen Messe von den etablierten anderen zu unterscheiden. Und gerade eine Gründung in der derzeitigen Zeit scheint ja besonders riskant. Trotzdem hat diese Messe eine große Chance. Die Kunst der Zeichnung spielt wie nie in der Vergangenheit in der zeitgenössischen Kunst eine wirkliche Rolle. Avancierte Künstler, gerade die avanciertesten, sind in der Zeichenkunst zu Hause, von William Kentridge bis zu Robert Longo, von Franz Gertsch bis zu vielen anderen, denen das Zeichnen einen völlig neuen Rang verliehen hat. Gar nicht mehr denjenigen der skizzenhaften Vorläufigkeit, die Hegel einmal bewundert hat.